Leute, Retro Joe ist wieder am Start und heute habe ich mal Bock, ein bisschen Mega Drive zu zocken. Die gute Maren Kannix ist ja großer Fan von Unterwasserspielen und das nehme ich mir heute zum Anlass, um das gepaart mit der Disney-Vorliebe meiner Frau in Ariel, die Meerjungfrau, auf Mega Drive münden zu lassen. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Ich habe ja keine allzu großen Hoffnungen, dass das wirklich gut ist. Zumal mein Controller mich auch... Ah, ne, jetzt kann ich. Oh, ich kann wählen, ob ich Ariel oder Triton sein will. Aber wir sind Ariel. Oder, Schatz? Ariel oder Triton? Ariel. Was auch sonst. Normale Waffe, Superwaffe, Call Fishrend. Ja, wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Ob das vielleicht irgendwie einfach nur so eine Disney-Tapete auf Echo the Dolphin ist oder weiß der Geier. Das ist Ariel. Also optisch ist es auf jeden Fall gar nicht mal schlecht. Wir haben verschiedene Angriffsmöglichkeiten. Wow. Da ist, wie heißt nochmal die kleine Flunder bei Ariel? Flunder? Der kleine blau-gelbe... Der Fisch. Fabius, genau. Ariel ist echt nicht so mein Film. Das ist halt mehr so ein Mädchending. Ich gucke dann lieber 300 oder so. Ich glaube, Fischfreund, mach mal. Genau, Fabius kann nämlich hier Brocken wegschieben. Ich habe das irgendwann vor ewigen Zeiten auch schon mal gespielt. Aber so richtig dran erinnern kann ich mich nicht. Ich habe 150 Seepferdchen. Weiß nur nicht, wofür das gut ist. Steuerung ist wie bei allen Unterwasserspielen so ein bisschen träge. Und überall sind hier die Moränen oder wie die Viecher heißen. Ich bin da auch kein Unterwasserexperte. Weiß auch nicht so richtig, wo ich hier hin muss. Ah, ich habe eine Meerjungfrau befreit, glaube ich. Ob das jetzt allerdings mein übergeordnetes Ziel ist, wage ich mal zu bezweifeln. Jetzt werde ich hier von einer Muschel angegriffen. Da unten ist meine Lebensanzeige. Ziel. Mein Ziel ist es, die anderen Meerjungfrauen zu retten. Ich gehe davon aus. Meine Frau geht davon aus, dass es mein Ziel sein müsste, die anderen Meerjungfrauen zu retten. Da ist ein. Jetzt muss ich wieder Fabius rufen. Da ist nämlich wieder ein Steinblock. Und dahinter ist. Ah ja, genau. Genau, die sind irgendwie in kleine Würmer getarnt oder so. Als kleine Würmer getarnt, die anderen Meerjungfrauen. Nein. Doch, wenn Ursula, ich hier... Das ist, weil Ursula die verwandelt hat. Ursula hat sie verwandelt. Wie kann ich das nicht wissen? Also, ich bin ja so ein dämlicher Idiot. Das geht ja auf keine Kuhhaut. Ich weiß gar nicht, was ich hier kaufen kann, aber ich kaufe jetzt einfach mal Fische. Sebastian, Fabius und ich weiß nicht, wie dieser... Fisch mit der Penisnase hier heißt. Meine Frau schämt sich gerade ein bisschen für mich. Nichts Neues, sagt sie. Interessant. Ja, irgendwie ist hier Kollisionsabfrage von Treffern und so. Oh, ein Hai. Nicht so das Gelbe vom Hai, aber optisch echt schick, muss ich sagen. Ich habe allerdings auch noch kein Disney-Spiel gesehen, was echt irgendwie scheiße ausgesehen hätte oder so. Ich glaube, das gibt's gar nicht. Ob ich als Triton mit dem Dreizack hätte zuschlagen können? Weiß ich nicht. Werde ich wahrscheinlich nie erfahren. Ich glaube, den Hai kann ich nicht besiegen. Das ist wieder ein Schlüssel. Diese komischen roten Pockendinger da, die... Geh mir auch irgendwie schwerst auf den Senkel. Ich bin auch fast tot. Schon wieder durch so ein Ding durchgeschwommen. Also die Steuerung ist echt ein bisschen hakelig und ein bisschen träge. Jetzt auch abgesehen davon, dass es ein Unterwasserspiel ist, ist sie trotzdem recht träge. Vor allem weiß ich nicht, warum ich manchmal deutlich schneller bin und manchmal halt nicht. Und jetzt werde ich hier von Haien und Muscheln gefressen. Ich verstehe nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was ich hier tue.
Ja, die Musik geht gut ins Ohr. So, da ist noch so eine. Hier ist noch eine. Hier, Schlüssel heißt das. Ich habe echt Wortfindungsschwierigkeiten heute, Leute. Was ist jetzt hier, Fabius? Mach mal. Muss ich erst die Viecher hier loswerden, damit Fabius hier das Ding da schiebt? Oder habe ich den dann wieder eingesammelt? Irgendwie klappt das hier gerade nicht so, wie ich das haben will. So, jetzt hat er den blöden Stein da weggeschoben. Aber ich glaube, hier war ich auch vorher schon, ne? Ne, doch nicht. Ein Herz. Wir haben ein Herz. Wer von euch hat denn Ariel, die Meerjungfrau, auf dem Mega Drive als Kind gespielt? Das würde mich ja mal interessieren. Maren, falls du zuguckst, hattest du das Game? Kennst du das Game? Brauchst du das Game? Also ich habe es nicht fürs Mega Drive, sollte ich es aber irgendwo mal sehen, nicht gerne bereit ist, dir mitzubringen, wenn du es denn unbedingt in deiner Sammlung haben willst. Ich persönlich brauche Ariel, die Meerjungfrau, definitiv nicht. Hier scheint es irgendwie so eine Art Strömung zu geben. Also manchmal ist es deutlich einfacher, in eine Richtung zu schwimmen und manchmal hat man das Gefühl, man schwimmt hier gegen den Strom. Hier bin ich doch eben hochgekommen. Also 3 Meerjungfrauen respektive Meerjungmänner muss ich noch sammeln, damit ich das erste Level geschafft habe. Aber erstmal finden, ne? Erstmal können vor Lachen, hat man früher bei uns immer gesagt. Ja! Werde ich hier von den Dingern wieder attackiert? Das ist doch kacke. Da ist einer. Da ist noch einer. Komm, einer fehlt noch. Der muss doch hier irgendwo sein. Hier bin ich, glaube ich, vorhin noch nicht lang geschwommen. Da ist er. Wir haben es geschafft. Eine Armee aus mehr jungen Frauen und mehr jungen Männern. Und jetzt? Level geschafft. Ja. Oh, jetzt schwimmen wir im Inneren eines Vulkans. Schatz, sind Meerjungfrauen feuerfest? Denn das hier sieht mir aus, als würde ich in einem Vulkan schwimmen. Ich glaube, das soll aber auch erstmal reichen, um euch einen Einblick in Ariel, die Meer... Ist das hier ein Bossfight? Ich glaube, das ist ein Bossfight. Ich wollte gerade sagen, eigentlich sollte das reichen, um uns hier, euch hier einen Einblick in Ariel, die Meerjungfrau zu geben. Ich habe keine Munition mehr. Was ist denn das für ein Scheiß? Nee, ich kann die nicht mit der Flosse hauen. Ich glaube, im Gameboy-Spiel kannst du mit der Flosse hauen. Die Frau sagt, im Gameboy-Spiel kann man mit der Flosse hauen. Hier kann ich definitiv nicht mit der Flosse hauen. Ich baller jetzt so lange auf den Typen, bis der entweder verreckt oder mich killt. Nämlich auch kaum noch Leben. Ich hab's geschafft. War das jetzt wirklich ein Bosskampf? Da kam auch wieder jede Menge... Das war ein Bossfight und ich habe den ersten Boss im First Try besiegt. Level 2, das versunkene Schiff... Könnt ihr euch selbst angucken, wenn es euch interessiert. Ich habe genug gesehen von Ariel. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Retro Joe out.